Moin, Edgecore. Zwei weitere Folge Edison's Mein Ehrengrad. Ja, zwei Folgen kommen die Woche noch. Also morgen und übermorgen, also Samstag noch. Und das Samstag ist die letzte Folge von Ehrengrad hier. Platinum Expansion ist ja rausgekommen. Da geht die Party ist voll ab. Und hier gucken wir jetzt, dass wir noch den letzten Rest treibe, was man noch so treibe und ein paar Sachen verkaufe. Und dann ist hier nach 2 Jahren Feierabend. Ja, für 2 Jahre würde ich sagen, haben wir genug geschafft. Gefühlt in den letzten 3-4 Monaten mehr als die letzten 2 Jahre davor. Aber okay. Mein Gott. Elfer, zack, zack, zack. Na, dahin. Hörst du? Perfekt. So, wie macht der jetzt seine Ernte weiter? Kriegt der das hin mit Wänden, du? Sieht schon mal der verkehrt aus. Wenn er ein bisschen was stehen lässt, ist egal. Hauptsache, mach weiter. Keine Arbeit. Aber erstmal gehen wir jetzt schlafen. Es ist viel zu dunkel hier. Kriegt man ja Angst. Zack, zack. Bom, bom. So, 1700 Euro Mietkosten. Das geht eigentlich, finde ich. Und 42.000 Einnahmen im Gebäude. Boah. Du kriegen wir doch gut Geld zusammen. So, ja, das halbe Feld haben wir schon mal. Ach, der LKW habe ich doch gemacht. Perfekt. Dann. Reite mal rein hier und fahr dann mal zum Gemüseverkaufspunkt da oben. Jedes Mal sind wir auf einem anderen Fahrzeug gefahren. Alter Schwede. Das dritte Mal, dass ich da hochfahre. Beim ersten Mal habe ich den den Lindner gehabt. Mit dem Ballenwagen, mit dem kleinen da. Das zweite Mal, letzte Mal hatte ich den Johanne mit dem kleinen Grunde-Trailer. Und jetzt habe ich hier den Top 3 mit dem riesen Anhänger. Der nur halb so voll ist. Der nur halb voll ist halt. Aber reicht ja auch. Würde ich sagen. Arbeit erfolgreich müsste der Bührer gewesen sein. Ja. Könnte man als erfolgreich betiteln. Ich will doch keine Meistermelone hier abladen, Alter. ja, ich bin auch schlau. Dreh mal eine R-Runde, mein Gott. Ich hab vergessen, war lauter. Abzubiegen. Bremsen. Danke. Ach Gott. So. Dann fahren wir vorne links. Und fahren dann wieder rechts. Naja, gut. Fahren wir noch mit über die Map. Mein Gott. Schade, du jetzt auch nicht. Gut, das machen wir am Ende eh noch ein bisschen. Achtung, Auto. Eigentlich habe ich Vorfahrt, aber da ich hier rein musste und du da im Weg gestanden wärst, war das alles okay. Säuerbohnen, oh, das sind am Wachsen. Wie gesagt, Oktober oder wann dann die Reife ist, deswegen das wird nichts mehr. Aber ist mir auch egal. Ist okay. Gut, am Kreisel die erste Ausfahrt nehmen. Was vor der Korntank? Ja, dann mal abgleich. So. Hoppala. Mal ein Schild. Auch nochmal schön mitgenommen. Dann die zweite Ausfahrt. Also ja, eigentlich die erste, aber. Du hast einen Feldweg, also nehmen wir die zweite. Und dann müssen wir. Falscher Knopf. Mein Gott. Hier geradeaus weiter. Ich habe hier 4 Knöpfe auf dem Joystick. Und jedes Mal drücke ich den falschen. Wenn wir natürlich die Fahrtrichtung ändern oder die Kamera ändern, dann nehmen wir die Map. Schnee hat er jetzt auch nur einmal. Okay?
Gut, die 19er sowieso eine Weile Stelle keinen Seasons hatte, oder? Hatte ich jetzt nichts? Nee. 19 hatte ich keinen Seasons genutzt. Und jetzt hier gut innerhalb von dem Jahr. Gut, ich habe die Tags. Die Tage hatte ich ja auf 5 gehabt, ich glaube, oder Mainer sogar. Und hab's ja letztens sehr. Also, ja, gut, vor einiger Zeit schon auf 3 runtergedreht. Ja. Sagen wir, dafür, dass ein Jahr ja 360 Tage hat und 365 sowas plus minus. Ja, jetzt ein bisschen weniger Dinge, weil im 20. November ja angefangen hatte hier der Kram. 160 Folgen. Das ist da gerade mal die Hälfte, deswegen kommt man jetzt so weit. Meist am Anfang ja immer ein bisschen dauert, bis man mal ein bisschen was hinkriegt und so. Das ist ja immer die Sache. Aber mein Gott. Ja, dann gucken wir uns nächste Woche im Bossenblader wieder, wo er das Spiel bringt. Gut, letzten Tagen war halt, also ich hatte jetzt vor allem Bock gehabt, Ehren gerade ja zu spielen noch. Das ist noch ein bisschen was Reis hier. Gut, Platinum Expansion habe ich jetzt auch Bock. Und Bossenblader, ja, er ist halt nicht perfekt. Ich bin ehrlich, du bist so richtig, richtig perfekt, ist er halt nicht. Hier so der LS hier. Das muss ich ehrlich sagen. Aber gut, jetzt kam ein Update, da ist ein bisschen performancemäßig und joystickmäßig und steuerungsmäßig ein bisschen besser geworden. Aber ja. So, jetzt nochmal hier ein kleines Problem. Kollege. Bin jetzt sicher, ob das so klappt hier. Mit uns beiden. Denn der Anhänger. Ja. Kurz das Spiegel mitgenommen, kein Problem. Steht der nächste dumme Deptor. Ja, okay, hab's Glück gehabt, hat gepasst. Wenn ich euch noch ein bisschen hinschreiben, ist mir das ziemlich egal. Seid ihr selber schuld. Ich hätte dann noch ein bisschen zurückfahren können. Ich habe hier einen riesen Trailer dran, also rückwärts fahren ist so. Ah, nicht so das Einfachste. Sagen wir mal so. Gut, dann fahren wir jetzt den Berg hier hoch. Und das Schild wieder rumgerissen. Steht aber blöd, dieses Schild, ey. Mein Gott. Anhänger hat eine ganz verschiedene Schieflage. Irgendwie spackelt die Palette anscheinend ein bisschen rum. Ja, die sind immer so ganz in Ordnung. Rein Ordnung. Aber okay. Ja, das ist die Frage. Mal kurz. Irgendwas läuft an dem Anhänger falsch. Warum spare ich die jetzt immer noch? So, habt ihr euch wieder beruhigt jetzt mal denn? Danke. Jetzt haben wir die Sache. Wie können wir mal da hin? Hier? Und den Vorder- und Herdplan. Es ist ja gefühlt nahezu unmöglich mit den ganzen Schildern hier. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Komm, 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 komm. Na, auf! Es ist Gottverdammtes Schild. Jetzt komm! Hallo. Okay, jetzt hänge ich fest. Ah, Mann. Ist verarschen oder was?
Warte, machen wir es gleich. Verkaufte Produkte, ja, das freut mich sehr. Wo hänge ich denn jetzt? Scheiß Fahrraddach durch. Auf! LKW ist, glaube ich, nicht gerade das Beste. Gerät zum Verkaufen der Ware hier. Na? Häng ich hinten schon wieder alles? Ja. Mal sehen. Ich klappe hier gerade, das wäre ganz normal. So. Und ab, ab. Perfekt. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Bin hier so festgefahren, dass ich gefühlt nicht mehr rauskomme. Wo hänge ich denn jetzt vorne, Alter? Ah. Kann ich mal die andere Radlenken aus vielleicht? Dann eher nur die Vorderrad, bitte. Machen wir sie wieder an, die alle Rad. Ja, da steht ein Schild. Gott. So, jetzt bitte einfach hier gerade raus. Ja, nein. Ah! Komm schon. Ja. Oh. Pff. Zu früh gejubelt. Den wir hinzustellen, wird es ein Spaß. Komm schon. Problem ist, wenn ich mich zurücksetze oder so. Warte mal. Aufklappen vielleicht. Ach komm. Nein! Stopp, nein! Was zur... Wo ist denn da die Physik, Alter? Weil dann sind sie doch nicht so schwer. Och, nein! Wie soll ich den jetzt wieder anhängen? Ach komm schon, Leute. Die Paletten stehen halt alle vor dem Ding. Ah, nee! Klappt mir doch keiner. Auch ein Mann. Rumschieben vielleicht? Ja. Bleib stehen. Nein. Er steht noch. Irgendwie. Vielleicht habe ich ja Glück und es spielt es mit mir. Also ich ihn angehängt bekommen. Vielleicht. Ach man. Also rum. Nein. Oh, jetzt sind wir wieder im selben Schritt wie vorher. Jetzt hängt da wieder so eine Rakete, du. Ein bisschen rum. Ja, komm mal. Ah. Physik studiert hier. Wenn er den Berg runterhängt, dann steht er wieder normal. So. Ach, danke. Schatten wieder. Man lässt den Plan jetzt offen zum Fahren. Ist besser. Dann einmal zum Supermarkt bitte jetzt.
Ich fahre hier jetzt querfeldein runter, Alter. Muss ich schon lang. Da lang. Da drüber, fahren wir drüber wieder lang. Straße. Hui. Obala. Und einmal drüber und. Warte mal, fahren wir da lang. Du müsstest gleich irgendwo in den Stroß kommen. Achtung! Oh, Bäume! Ui! Ah! Wie hänge ich denn du jetzt bitte? Kannst du mir das nicht erklären? Danke. Weiter geht's. Wo muss ich nochmal hin? Warte mal, da runter. Da unten könnte eine Straße sein. Ja, da unten ist eine Straße, perfekt. Ja, fahren wir da und dann sind wir wieder im bekannten Terrain. Perfekt. Wir sind wieder auf Kurs. Auf wackeligen Kurs, aber auf Kurs. Gut. Achtung! Dann war ich die Stadt durch. Nehmen wir den nächsten Kreisel. Dann kürzen wir aber ein bisschen ab. Haben wir noch ein Zwischen damit. Oh, nicht Laternen. Okay, okay, wir stehen noch. So, Supermarkt. Wir haben es geschafft. Heilige. Oh. Gott. Habe es überlebt. Och man. Du scheiß Palette, du. Du geht's. Komm schon. Ja. Ja. So. Schieß mir die Produkte ablädt hier. So, jetzt kann man die Plan jetzt machen. Ah, oh Gott. So. Das war doch ein Radau hier. So, haben wir den gerade wieder zum Hof. Richtung Ballen. Dann verkaufen wir die Ballen mit dem. Wenn es klappt. Jetzt muss der sich da vordringen. Achtung. Musik ist vorbei. So, da vorne ist eine Einfahrt. Kommen wir da neu? Ja, doch, oder? Doch, kommen wir neu. Perfekt. Ah, wunderbar. Dann stellen wir denn wo irgendwie da so hin. Dass auch einigermaßen gerade steht. Perfekt. Klappe ihn auf. Oder aus. Ah, oh, erstmal den hier. Jetzt tun wir den noch abladen. Den Weizen. Stopp. Akim. Dann haben wir irgendwo den Regidrack. Tun wir nochmal abtanken. Ja, ich glaube, Strohballen mache ich keine mehr. Nee. Da passiert nichts mehr. Brauchen wir ja auch nicht im Endeffekt. Denn die Heune steht bereit zum Ballen verkaufen, aber. Zum Ballen pressen. Sonst. Beziehungsweise möchte ich am Ende bitte alle Fahrzeuge am Hof haben. Wieder. Also fahr wieder zurückgekommen. Das war nix. Wärst du? Dankeschön. So. Dann nehmen wir den. Schicken den wieder da runter. Fünfter Gang wollte ich bitte, nicht den dritten. So. Helfer. Ziel dahin. Dankeschön, der erntet.
Der hat nicht schon Platz vielleicht. Ich weiß es nicht. Und dann? Oh, der Boden startet mal jetzt. Guck mal, nächste Folge. Dass wir die Ballen aufladen, verkaufen. Vielleicht kriegen wir die Ernte noch durch, ich weiß es nicht, aber ist mir eigentlich auch egal. Und tun die Ballen gucken, dass wir die Aufladen verkaufen. Und dann gucken wir am Samstag, also letzte Folge, dass wir den Raps und Weizen verkaufen. Und dann war's das von hier aus den Bergen. Also, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Gerne Abo da lassen, um die letzte Folge nicht zu verpassen. Und die Platinum Expansion, die gestartet ist. Und genau, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.